So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig, mal wieder was Altes. Und es ist zum Teilweise ein Wunschvideo. Warum? Ja, ich mache ja die UI, die neuen habe ich auch alle angeboxt und sowas. Es sind alles so, mit dem Plastik und sowas, ja. Und ihr, der ein oder andere von euch, der kennt meine ganz alten UI-Sammlungen, Diorama, Figuren und ich habe alle noch. Ich wurde gefragt, hast du alles noch? Kannst du mal zeigen? Ja. Und da ich jetzt im Moment wieder aufräume, sauber mache, dann kann ich ein Video oder mehrere verschiedene Videos machen von sogenannten Überraschungs-Ü-Eier. Überraschung, das sind ja die Figuren, die in dieser Eier drin waren. Das hier zum Beispiel ist die sogenannte Krokoschule. Ihr seht, es hat eine Form wie so eine alte Schulbank. So, sie kam raus 1990/91, also November, Dezember, Januar, Februar. Dann natürlich Italien, Frankreich, Deutschland. In dem Zeitpunkt kam diese hier raus. Mega cool. Das war ja das immer, diese Dioramen, die immer als Showkasten gedient haben für diese Figuren, die in diese Ü-Eier drin waren. Und das sind alles die Originalen, die ich habe. Ich habe ja sehr viele, ihr kennt meine Videos. Aber das möchte ich euch jetzt gerne zeigen, die Krokoschule. Damit anfangen. Ihr habt hier vorne jetzt, ihr seht es selber, könnt ihr dann natürlich umklappen, eure Zeugnisse, in dem Fall sind es ja die Figuren, weiter umklappen. Da seht ihr, die Krokoschule in jedem siebten Ei ist natürlich verfügbar und ihr seht, es sind Krokodile. Das ist richtig cool gewesen. Da waren die Figuren noch aus 1. Man hat die gesammelt, man hat die geliebt. Das war einfach so. So sahen die Pappaufsteller aus. Mega cool. Die andere Seite ist alles nur diese Bilder, was sonst noch in die Eier gewesen ist. Als Spielzeug, Zinnfiguren und, und. So, jetzt ist dieses Teil natürlich schon über 30 Jahre alt. Es hat natürlich seine Macken, aber sonst, ihr seht es selber, in einen tadellosen Zustand. Das Einzige, nach Jahren geht, hier seht ihr die Ecken, die Kleber ab. Aber das ist das kleinste Problem. Kann man immer wieder erneuern. Und dann haben wir hier eine sogenannte Gleichgewichtsstörung. So, Schule mit 4 Klassenräumen. Seht ihr, die geht auch die Kleber ab. Aber das sind alles so die kleinsten Sachen, einfach nur wieder ankleben. Aber die Figuren sind alle vollständig. Ihr seht es, da schläft der Lehrer, der guckt. Seht ihr das? Es ist wunderbar. Nur eben, dass die Klebe jetzt so nach und nach aufgibt. Ist mir schon aufgefallen. Ich habe letzte Zeit sehr viele, sag ich mal so, ausgepackt und sauber gemacht. Und da ist mir das aufgefallen. Aber ich mache euch jetzt mal eine andere Kameraperspektive, damit ihr das richtig sehen könnt und vielleicht genießen könnt. Seht ihr, hier vorne haben wir diese sogenannten 2 Türen. Ist natürlich alles witzig gemacht. Dahinter, hier hinter die Klavierschuhe oder Musikzimmer. Wissenschaftsraum. Schulklasse. Der Rektorzimmer. Draußen haben wir natürlich einen, der blau macht. Und den Sportlehrer. Aber sonst, seht ihr das, in einem richtig coolen, tadellosen Zustand. Also, das ist die Krokoschule von 1990/91. Wie gesagt, es kam jetzt darauf an, Italien, Frankreich, Deutschland, wann sie rausgekommen ist. Aber schaut mal. Cool. Und wenn ihr Lust zu habt, zu solchen Videos, dass ich vielleicht von den anderen Dioramen auch noch mache. Ich habe wirklich urige, die der ein oder andere nicht kennt. Aber dann mache ich das. Lasst einen Daumen hoch da, wenn ich mich freuen. Kennt ihr ja gerade bei so alten Sachen und seht ihr, das sind eine Figuren. Ein Guss. Perfekt. Aber ihr seht es selber durch die Pappe. Hier ist ein leichter Knick drin. Aber die Klebe nach so vielen über 30 Jahren löst sich auf. Aber das ist das kleinste Problem. Und wie gesagt, habt ihr Lust zu, dass ich solche Videos von den alten Ü-Ei-Dioramen mache? Schreibt es mir in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da. Würde ich mich sowieso freuen. Auch wenn ihr schreibt, könnt trotzdem einen Daumen hoch da lassen für sowas. Ich werde natürlich irgendwas von Kinderüberraschung,
von der heutigen Zeit unter das Video verlinken. Sicher, bequem, naja, günstig, müsst ihr selber wissen. Das war jetzt die Krokoschule, das Diorama. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Kennt ihr das? Habt ihr die Figuren auch vielleicht zu Hause? Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.